Ich nehme zum Glück auf. War das ein Kampf. Huiuiuiui. Schöne Schleie. Servus und willkommen zurück zu Russian Fishing 4. Am Anfang habt ihr gesehen, wie ich einen kleinen Kampf mit einer Schleie gehabt habe. Und genau. Und zwar diese hier. Oder? Ja. Hab plus zwei gefangen. Auf Caster. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit der Stippe so eine große Schleie rausgekriegt habe. Weil ich auch mal nicht auf Biegen und Brechen den sofort raushaben wollte, sondern ich habe ihm ein bisschen Freiraum gegeben und dann irgendwann hat er dann endlich aufgegeben, zum Glück. So, jetzt muss ich schauen, wo ich als erstes gestanden bin. Hier war ich. Also zuerst war ich hier, nach Fangzeit, so. Und ich habe gefangen 7 Fische. Also das hier war eine Katastrophe, 3 Brassen, eine kleine Schleie, 2 Güster, eine Giebel. Das ist komplett in die Hose gegangen hier. Dann habe ich mich hierher gestellt. Ja. Und habe alles andere rausgezogen. Ist sogar ein Döbel, Regenwurm, aber das war auch der einzige. Dann natürlich einen Haufen Rotaugen zwischendrin, aber Güster auf Mistwurm kurz nacheinander. Ja, okay, so kurz nacheinander war es dann gar nicht. Aber dann habe ich nach den Würmern angefangen mit Made, Caster und so weiter. Borkenkäfer laufe, ich krieg dieses Wort nicht hin. Eine Küste auf Caster, da dann nochmal auf Made. Also, das hat mir schon gezeigt, dass hier die Güstern auf jeden Fall gehen. Und dann bunt durchgemischt: Schläfergrundel, Giebel, Rotaugen, Döbel, Barsch dann auch nochmal. Da bin ich dann wieder umgestiegen auf Regenwurm und Mistwurm, weil ich unbedingt Güster schauen wollte, ob die auch wirklich läuft. Dann habe ich den Fehler gemacht, ich habe zu nah an das Schilf hingeworfen. Dann sind mir die ganzen Giebel reingegangen. Dann kleine Kahlbarsche auf die Grundrute. Dann habe ich mehr links davon geworfen und dann ist auch gleich losgegangen mit zweimal Güster und die waren wirklich nah beieinander und zwar Mistwurm. Das war allerdings dann schon wieder zu spät, wenn ich da hier Mitternacht die Position richtig gehabt hätte, wären auf jeden Fall mehr Güstern reingegangen. Auf Stippe 1 Meter, oder? Genau, Stippe 1 Meter 70 bis 80% ausgeworfen. Genau. Ansonsten Kahlbarsch auf Regenwurm. Ab und zu mal einer, aber
Kann auch daran liegen, dass ich eben 10er Haken habe, dass die deswegen nicht so gut gehen, aber mit einem kleineren Haken würden hier auf Nacht ganz gut Kalbasche gehen. So, dann schaue ich ans Café und dann sehen wir uns gleich wieder. So, angekommen und erstmal gleich verkaufen, was geht. Güster, sogar viele gefangen, große. Für die 5 gibt es schon 29 Silber. Kalbarsch reicht nicht, habe ich leider nur 3 Maßige gefangen. Das andere habe ich nicht. Gut. Dann Fischmarkt 69,24. Aber für das, dass ich über 2 Stunden geangelt habe, ist es nicht viel. Und der teuerste Fisch ist die Schlei. Danach gleich die Güster. Gut, also wieder fast 100 Silber gemacht in 2 Stunden, eher mau. Na gut, dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.